Hallo zusammen, ich bin Böser Gummibaum und willkommen zu einem neuen Let's Play in Civilization 6 Gathering Storm. Wie ihr dem Titel schon entnehmen könnt oder wahrscheinlich schon entnommen habt, werden wir uns an einer One City Challenge versuchen. Ich war da ja relativ skeptisch, ob das möglich ist, weil die Erträge nicht mehr prozentual höher werden mit Gebäuden und so weiter, sondern absolut. Das heißt, dass man mit einer Stadt weniger auf weniger hohe Erträge kommt. Aber Koliak gemeint, er hat das schon gemacht. Es gibt einen YouTuber namens Potato McWhiskey, der ein Let's Play oder ein Stream-Mitschnitt, glaube ich, ist es, dazu hat, wo er das macht. Von dem her ist es möglich, also versuchen wir es. Koliak gemeint, ist eigentlich super einfach. Ebo hat gesagt, er traut mir es nicht zu. Das heißt, wir sind im perfekten Spannungsfeld zwischen hohen Erwartungen und Selbstzweifeln, wo das Bier erst richtig anfängt zu schmecken und das Let's Play erst richtig Spaß macht. Ich habe mir noch nicht wirklich überlegt, mit welcher Ziffer ich spiele. Der YouTuber, by the way, hat Katastrophenintensität 4 gemacht. Ich frage mich irgendwie so. Ich glaube, wir bleiben auf Standard. Aber wir sind vielleicht nicht auf Standardgröße, sondern gehen auf klein, damit das Ganze ein bisschen einfacher wird. Machen wir Kleinkontinente? Ich glaube, wir machen Kleinkontinente. Wir wollen es uns nicht allzu schwer machen. Also wir spielen natürlich auf Gottheit. Wir spielen auf Standard. Wir spielen auf... Yo. Wann haben sie das reingegeben? Ha! Interesting. Ich bin auf... Wo ist die Kontinente war schon eingestellt, nicht wahr? Du musst die Kontinente und Inseln. Okay. Oder Pangea, damit man alles... Na, machen wir Pangea. Damit man die ganzen Stadtstaaten kennenlernen kann. Kartengröße klein passt. Jetzt ist die Frage noch der Anführer. Koli hat es mit den Inkas gemacht, was auch eine meiner Wahlen gewesen wäre, oder Wahlmöglichkeiten, die ich mir überlegt habe. Der YouTuber hat es mit, also Potato mit Whisky, hat es mit Korea gemacht. Ich hätte mich auch zu Korea hingezogen fühlt. Weil wir werden definitiv versuchen, einen Wissenschaftssieg zu machen, weil ich glaube, es ist die einfachste Siegart. Vielleicht neben dem Herrschaftssieg, aber mit einer Stadt Herrschaftssieg machen wird da bis so schwer. Da man ja die Hauptstädte nicht abreißen darf und auch ansonsten Einheiten bauen und so. Das heißt, wir werden einen Wissenschaftssieg versuchen. Ich bin auch am meisten, wie soll man sagen, ich fühle mich am wohlsten mit dem Wissenschaftssieg. Das heißt, ich glaube, wir werden Korea machen. Was hast du schon wieder? Warang in einer Stadt, der Gouverneur bringt plus 3% Kultur und Wissenschaft für jede verdiente Beförderung. Aha, that is good. That is pretty good. That is already good. Da haben wir ein Prozentual... Okay, like it. Drei Reiche. Minen erhalten plus 1 Wissenschaft, wenn sie an einen CO1-Bezirk angrenzen. Bauernhöfe erhalten plus 1 Nahrung, wenn sie an einen CO1-Bezirk angrenzen. Okay, CO1 und ausschließlich Korea zur Verfügung stehen. Bezirk für wissenschaftliche Bestrebungen. Das ist jetzt den Campusbezirk. Plus 4 Wissenschaft muss auf Hügeln gebaut werden. Ja, ich glaube, Korea ist einfach... Ich meine, die Inkas wären auch nett. Ich will jetzt keine Ziff benutzen, die ich als nicht so stark einschätze. Aber ich glaube, das Ganze wird schwer genug. Von alleine quasi. Wo sind die Inkas? Inka, wie heißt du schon wieder? Warte mal, da warst du, oder? Nein, das ist Monty. Upsi, sorry. Jetzt Ticken mit den Inkas verwechseln. Gummi ist ja nicht okay. Gut, wo ist der Inka da? Da ist der Inka. Inländische Handelswege bringen uns nichts. Bürger können Berggeländefelder bewirtschaften, Berggeländefelder plus 2 Produktion plus 1 Nahrung. Ich glaube, ich habe mich schon entschieden. Ich glaube, wir machen Korea. Ich weiß, wir haben schon mal mit Korea gespielt, aber das wird ein völlig anderes Spiel. Noch den Leuten, die, also Martin hat, glaube ich, gemeint, Lazarus hat auch gemeint, ein Spielsieg wäre doch eigentlich ganz nett, dass sie nicht, dass das ein bisschen lang war mit Ungarn, das gebe ich gerne zu. Mir ist es auch viel zu lang gewesen. Ich glaube aber, dass das bei der One City Challenge eigentlich nicht so ein großes Problem wird. Wir werden zwar vielleicht viele Runden brauchen, aber jede Runde ist kürzer, wenn wir nicht die ganze Zeit die Zeit verlieren mit Produktion auswählen bei 20 Städten. Dass das Ganze, glaube ich, sehr schön zusammenpackt und ein bisschen knackiger macht, als das Ungarn-Let's Play war. Ich glaube, wir werden klein Pangea. Ich will die Katastrophenintensität auf 2 lassen. Ich könnte mir vorstellen, dass es mit 4 einfacher wird. A, weil wir mit weniger Katastrophen zu tun haben müssen und die KI wahrscheinlich depperter ist, damit umzugehen. Und sie mehr Städte haben, das heißt mehr Vulkane und Chancen, überflutet zu werden und so weiter. Und B, man selber, wenn man einen Fluss bekommt, vielleicht mehr Nahrungserträge kriegt und so weiter. Und man ja easy einen Damm bauen kann, wenn man nur eine Stadt hat. Also in der einen Stadt, die man halt hat. Aber ich glaube, wir belassen es auf 2. Ich möchte es so Standard wie möglich halten, aber wir lassen die Kartengröße auf klein und spielen auf Pangea, um es uns ein bisschen leichter zu machen.
Aber hoffentlich nicht zu leicht. Alright. Ich glaube, das ist alles für den Anfang. Ich sehe euch auf der anderen Seite. Okay, da wären wir. Die Entdeckung eines neuen Kontinents hat gezeigt, dass die Welt voller Handelsmöglichkeiten steckt. Okay, hätten wir das bekommen. Haben wir genug Hügel? I don't think so. Hügel finden. Wir bräuchten ziemlich viele Hügel nebeneinander. This is absolute crap, isn't it? Ich meine, das ist nice. Das ist nice, das ist nice. Aber wir brauchen vor allem... Ich meine, so schrecklich schaut es auch wieder nicht aus. Aber wo kriege ich dein gescheites CO1 hin, bitte? Hügel. Hügel. Okay, Hügel. Zwei Hügel, haben wir da vielleicht drei Hügel nebeneinander? Sehe ich noch nicht wirklich. Man könnte den Steinbruch da abreißen. Aber ich weiß auch nicht, ob hier ein Hügel ist. Die Frage ist, will ich mich anderweitig noch umsetzen? Weil der Anfang hier ist ein bisschen blöd. Ich kann auch nicht von Anfang an mir ein neues Feld kaufen. Ich meine, diese Füchse im ersten Ring zu haben, wäre super. Aber dann schneiden wir uns für später rein. Weil hier haben wir Hügelpotenzial. Muss ich noch ziemlich viel Felder kaufen am Anfang möglicherweise, weil wir werden uns zuerst dahin und dahin und dahin ausbreiten und nicht da oben hin. Wir haben allerdings drei Luxusressourcen in der ersten Stadt. Ich meine, es ist schon nicht schlecht hier. Ich glaube, wir siedeln hier. Der Anfang ist eigentlich, also jedes andere Mal würde ich sagen, der Anfang ist absolut genial. Wir müssen halt nur ein starkes, also das Serum wird nicht stärker, aber Minen mit plus 1 Wissenschaft wären halt schon eine sehr nette Angelegenheit. Nerving, that's what we're gonna do. Ich will ja nur gern wissen, was da oben ist. Wir werden auch ausnahmsweise mal mit einem Speer anfangen. Wir müssen ein bisschen riskier sein als normal. Ich meine, vielleicht kriegen wir dann sofort aufs Maul, aber... Shit happens. Okay, ich brauch... Oh shit, ich brauch Bronzeverarbeitung, wenn ich da ein CO1 drauf bauen will. Das ist das zweite Problem. Das heißt, wir kriegen keinen schnellen CO1. I don't know if I love this start. But hey. Wir brauchen mindestens Bronzeverarbeitung und Schrift. Um den CO1 nur... aufzusetzen überhaupt. Ich meine, wir können mit Bergbau zumindest das mal machen. Da haben wir immer noch keine Tierzucht für die beiden Sachen. Auf der anderen Seite können wir vielleicht schnell Luxusressourcen verkaufen. Ich frage mich, ob Tierzucht besser wäre. Wir müssten schauen, wo sich das hinausbreitet. Was bearbeitest du gerade? Ich glaube, das ist sinnvoll, auch wenn uns das den Anfang wieder ein bisschen verlangsamt. Wo? Seh schon, wo du dich hinausbreitest? Nein. Okay. Ich glaube, wir machen als erstes... will ich dann doch als erstes Tierzucht machen? Ich meine, ich tue den CO1 immer nach hinten verschieben. Die Frage ist jedenfalls, ob ich holzen will. Zwei Handwerker... Einmal holzen. Drei Verbesserungen wären schon ziemlich top. Wenn ich das verbessere, das verbessere, das verbessere. Das geht mit Bergbau und Tierzucht zusammen. Wenn wir Handwerkskunst schneller auslösen, hätte man noch zwei übrig nachher. Also wenn ich zwei Handwerker baue. Und die Luxusressourcen sind dafür gut. Ich meine, es ist nur eine mehr. Das ist 200 Gold, wenn wir Glück haben. Die wir mehr bekommen. Wie kostet das Monument? 240 Gold. Oder mehr Gebiet kaufen. Der Handwerker kostet 200. Wenn ich den ersten mache, den zweiten kaufe. Ich glaube, wir fangen an mit Bergbau. Dann haben wir alle Möglichkeiten auf dem Holzen oder Luxusressourte anschließen, je nachdem, wie sich das Ganze verbreitet. Alright, lange erste Runde. Ich geb's zu. Wer ist denn da überall? Das ist ein Dorf, sehr schön.
Naked. Wie schnell breitest du dich wohin aus? Dahin in 6 Runden. Bitte bleib da. Das wäre so geil. Ich habe ein bisschen Angst, dass er wechselt. Ich meine, für den Bergbau immediately, aber wir haben ja auch noch nicht immediately die Handwerkskunst. Aber die 3-2er-Feld am Anfang ist einfach großartig. Okay, geiles Heureka. Bronzeverarbeitung, super. Momentan noch großer Fan des Ganzen. Candy am Anfang zu bekommen ist nicht toll. Waren wir Erster? Wir waren Erster. Wobei, ich meine, kriegen wir das Pantheon schneller. Vielleicht kriegen wir das Pantheon so schnell, dass ich... plus 1 Produktion reinhauen kann? Das wäre ebenfalls super. Aber ich weiß nicht, wie schnell die Gottheit hier... Okay, KI... Hier weiter macht 2 Runden noch. Ich meine, das ist relativ egal. Wir dürfen nur nicht das 2 Nahrungsfeld bearbeiten. Wir warten, bis es sich verbreitet hat und dann locken wir in das nächste Feld. Ich habe große Angst davon, dass ich überfallen werde und ermordet. Weil ich werde nicht viel Militär bauen. Ich werde auch nicht unbedingt Schleuderschützen bauen. Ich meine, einen könnten wir schon bauen. Weil ich nicht, weil Bogenschießen liegt dann zwar am Weg. Also wie gesagt, wir machen zuerst Bergbau. Dann Schrift, Tierzucht und Bronzeverarbeitung. Und für das alles brauchen wir noch kein Bogenschießen. Das heißt, wir werden es nicht verwenden. Brauchen wir es dann nachher für Bildungswesen? Ja, nehme ich schon an, oder? Ja, für Bildungswesen brauchen wir es. Das heißt, möglicherweise lohnt sich ein Schleuderschütze. Für den Eureka-Bonus. Und für dann ein bisschen Verteidigung wenigstens. Wir müssen aber auch das Monument schneller bauen. Let's see. Wir bauen sicher nicht mehr als einen Schleuderschützen. Ich frage mich, ob ich mehr als einen Speer baue. Not sure yet. Oh, habe ich es verpasst? Nein, oder? Das war... Es wäre auch egal, wenn ich es verpasst hätte, weil er es von selber gemacht hat. Okay, das ist echt nicht schlecht. Wir wachsen relativ schnell... Wo gehst du als nächstes hin? Die Bananen. Ist natürlich für Träger auch nicht schlecht. Ich brauche aber dann definitiv ein bisschen Gold... um mir Sachen zu kaufen. Ist das ein Hügel? Das ist ein Hügel, oder? Yes, okay. Aber das wusste ich schon. Fuck. Ist das der Hügel, den ich schon gesehen habe? Ja. Es ist die Frage, ob die beiden Hügel sind. Ah, seid's Hügel. Seid's einfach Hügel. Wie wär's damit? Ist ja so schön. Okay. Bergbau in einer Runde. Den Speer haben wir in einer Runde fertig. Servus, du bist friedlich, gell? Yo. Wir sind freundlich, friedlich miteinander. Diese ganze Gewalt, oder? Darauf müssen wir uns nicht einlassen. Ich würde gerne sehen, wo sie ist, aber ich habe jetzt mehr Chancen, dass da drüben noch irgendwelche Dörfer sind. Das heißt, ich gehe zuerst in die Richtung und ich komme mit dir, glaube ich, hier rüber wieder zurück. Es gefällt mir durchaus, dass da Berge sind. Das schützt uns ein wenig. Ich glaube, wir bauen als nächstes ein Handwerker. It's a bold thing to do. Und ich muss dann anfangen, Felder zu kaufen. Okay. Ich glaube, wir machen Tierzucht als nächstes. Und versuchen ihr die Füchse anzudrehen. Hast du zufällig Füchse schon? Das würde mir nicht behagen. Ey. Schick mir mal eine Delegation. Vielleicht hilft das was. Kostet zwar Geld. Momentan hast du keine Füchse. Aber Frieden ist doch was wert, nicht wahr? Ich glaube, Handwerker ist am besten. Es ist so risky. Anyways, we're still doing it. Okay, noch ein Dorf. Ich hoffe, wir sind da als erstes dran. Oder Ruinen, nochmal. Wie heißt sie schon wieder? Alte Ruinen, sorry. Es sieht aber aus wie ein Dorf, sind wir doch ehrlich, oder? Das sollen alte Ruinen sein? Ehrlich? Das hier, das ist ein Dorf. Es ist eindeutig ein Dorf. Ich bin wieder völlig eingeraucht bei Phyrexis. Okay, jetzt hast du dich gerade umentschieden. Das wäre mir eh lieber, wenn du dich dahin ausbreiten könntest. Wie schauen wir jetzt aus? Jetzt ist gerade wieder wurscht. Nicht dahin, bitte. 40 Gold ist annehmbar. So, jetzt kommt dann die Stunde der Wahrheit.
Dass uns Barbs gleich am Anfang finden, ist unangenehm. Wo ist das blöde Lager? What a start. What a start. Bleiben wir trotzdem beim Handwerker? Ich glaube fast, wir brauchen einen Schleuderschützen. Vor allem, wenn uns jetzt hier, wenn er uns findet, ist natürlich deppert. Jetzt gerade. Es ist ja besser, den Schleuderschützen zu bauen, nachdem wir Agoge haben. Wobei ich eigentlich die plus 5 Kampfstärke sowieso brauche. Wie lange brauche ich für einen Schleudi? Doch 6 Runden für einen Schleudi. Ich glaube, 6 Runden für einen Schleudi ist die bessere Idee. Ich glaube, ich beiß mir selber den Arsch, wenn dann die Barbs kommen und ich deswegen einen größeren Nachteil habe, weil ich die Barbs nicht richtig abwehren kann. Außerdem kriegen wir dann auch noch gleich den Noriko-Bonus für Bogenschießen. Bist du jetzt? Nein. Ich weiß immer noch nicht, ob ihr Hügel seid. Goddammit. Da oben ist das Lager gleich. Das wäre ja unangenehm. Okay, wir brauchen die Disziplin. Ich habe noch kein Pantheon. Wann kriege ich das Pantheon? Ja, okay, warte mal kurz. Let's check this. 25 Glauben. Wie viel Produktion hast du momentan? 6. 16,66% Produktion mehr. Komme ich so auf den Pantheon? Ich komme so auf den Pantheon. Da ist es schlauer, die Produktion reinzuhauen und es zu nutzen, dass wir Candy ganz am Anfang getroffen haben. Du solltest mich eigentlich nicht gefangen nehmen. 2 Barblager, by the way. Außer natürlich, dein Barblager ist tot. Ich glaube aber nicht. Ich glaube, das heißt, dass du mich gefunden hast. Das ist blöd jetzt. Das ist sehr blöd. Aber ich glaube, es sollte mich eigentlich nicht klauen. Ich kann es aber nicht ganz sicher wissen. Ich will nicht. Ich will als nächstes Handwerkskunst. Was ist schon wieder? Staatsidertum ist diesmal wichtiger. Ich meine, die Wunder nicht wirklich. Der Regierungspatz wäre natürlich nett. Und wir brauchen nicht wirklich frühes Reich. Ja, das macht das eigentlich noch besser als normal. Okay. Soweit so richtig. Ich dachte, die Tierzucht geht schneller. Damn. Oh, ist ein Steak. Und ich wollte eigentlich dahin ziehen. Das übe ich ja. Also, wir haben noch ein Dorf gefunden. That's nice. In 4 Runden dahin finde ich nicht so cool. Soll ich jetzt ein Feld kaufen? Um höhere Erträge zu bekommen. Wir könnten schon das Feld kaufen, wenn jetzt höhere Erträge bekommen und können es nachher abholzen. Which makes sense to me. Kein Hügel. Fuck. Sein Hügel! Kein Hügel! Es ist gerade mal ein doppeltes Seoborn hier. Ist irgendwo ein besseres? Das nicht, weil das ist schon im 4. Naja, das ist im 3. Nein, das sind aber wieder nur 2 Hügel. Noch nicht wirklich genug Hügel, die aneinander grenzen. Ich weiß nicht, wie sehr uns das reinschaut. Ich meine, sonst schaut es super aus, aber das hardcapt leider unsere Wissenschaft ziemlich, wenn wir gerne mal 2 plus 1 Minen hinkriegen. Aber ich bin nicht blind, oder? Gibt es irgendwo besseres C1-Placement? Nein. Wie gesagt, du könntest dahin bauen mit 2 Hügel. Und du könntest dahin bauen mit 2 Hügel. 2 Hügel. Naja, was soll's. Eine neue Bevölkerung. I dig a lot. Also was wir in den Hütten gefunden haben bisher, ist toll. Das wäre immer noch das Beste. Das ist okay-ish. Frage mich, ob ich das Monument kaufen soll. Wahrscheinlich sollte ich die beiden Felder kaufen einfach. Mit dem Geld, das ich bekomme, dass ich die Luxusressourcen verkaufe. Ich hätte jetzt wirklich ganz schnell Tierzucht, weil ich habe Angst vor den Barbs, die hier gleich auftauchen werden. Oh, shit. Willst du mich mittlerweile angreifen oder sowieso kommst du nochmal daher? Alright. We got this.
Das ist nicht besonders viel. Oh mein Gott. Jesus, okay. Sie mag mich nicht. Wir haben leider noch niemanden anders gefunden. Ich glaube, das ist zu wenig Gold, dass es sich lohnen würde, das jetzt zu verkaufen. Wir wollen nicht Bogenschießen machen. Wir wollen als nächstes Bronzeverarbeitung und Schrift an. Kornspeicher wäre auch gut. Die Frage ist, wie schnell ich ihn brauche. Ich schau mal wohnraummäßig aus. Schnell. Ich glaube, wir machen zuerst Keramik. Dadurch, dass wir die Bevölkerung jetzt auch noch bekommen haben, sind wir relativ bald gecapped in Sachen Wohnraum. Machen wir als nächstes Handwerker und dann... Okay, du bist zumindest angegriffen. Aber das bedeutet vielleicht, du wirst mich angreifen. Das ist difficult. Wir müssen das so machen. Du kommst hier hin. Das ist jetzt die Frage, lieber weniger Geld jetzt nehmen oder mehr Geld möglicherweise später. Aber es ist halt wirklich wenig Geld, ist das Problem. Sie gibt mir nicht einmal 100. Wie viel würdest du mir geben? 80 ist so little. Wenn ich es brauche, dann glaube ich, hole ich mir das weniger Geld. Aber momentan brauche ich es nicht unbedingt. Ich kann einfach zweimal holzen, weil das Holzen nicht unbedingt nötig ist. Lieber das Holzen. Naja, wir gehen so. Okay, stop this bullshit. Wir haben das Pantheon bekommen, ohne dass wir... die Politik benutzen mussten, was mich sehr freut. Shit, welches Pantheon ist auch noch eine ausgezeichnete Frage. Nein, nein, nein. Passaum, Passaum, für Städte mit einem Heilige. Nein. Nein. Plus 1 Produktion durch Sumpfasen und Wüstenschwemmland. Nein. Produktion, nein. Kultur durch Weiden. No, not really. Nahrung und Produktion durch Lager würde mir jetzt gerade extrem viel helfen. Ich meine, wir werden das Pantheon nicht ewig behalten, weil wir bekehrt werden. Jetzt plus 1 Nahrung. Ich meine, es ist nur plus 1, weil wir haben nicht ein weiteres Jagdlager. Aber es ist jetzt, ab jetzt, sofort, also bis er das plündert. Oder du bist ein Lager, right? Pelze Lager. Ja. Yeah. Also das ist schon mehr wert, als man sich vielleicht denken würde, glaube ich. Plus 2 Glauben ist mir egal. Plus 1 Bruder von, das wissen wir noch nicht wirklich. Ich meine, plus 1 Kultur durch Plantagen. 3 Plantagen im Endeffekt. Das ist 3 Kultur irgendwann in der Zukunft. Und wie gesagt, wir werden unser Pantheon nicht so lange behalten. Haben wir überhaupt? Nein, wir wurden noch nicht bekehrt von irgendwas. Es gibt noch nicht mal eine Religion, oder? Hätte ich übersehen können. Glauben für jeden eroberten Barbaren aus? Nein. Mm-mm. Nope. Fruchtbarkeitsriten? Ich meine, dann haben wir jetzt zu viele Handwerker, actually. Aber kann man zu viele Handwerker haben? Und 10% Stadtwachstum ist wahrscheinlich besser als plus 1 Nahrung jetzt, oder? Ich meine, die Produktion gibt es natürlich auch noch. Plus für Bezirke in Städten, die keinen Spezialbezirk haben. Das bringt uns einmal 25% Produktion. Wie viel Nahrung hast du? Ich glaube, die Fruchtbarkeitsriten. It actually is this time. 12, ja, das bringt uns jetzt schon mehr Nahrung als das Jagdlager. Natürlich, die Produktion dazu kriegen wir nicht. Aber es bringt länger was. I think. Und noch den Handwerker dazu. Ich glaube, es sind Fruchtbarkeitsriten. Aber ich werde hier einen Cliffhanger drin lassen. Und hier die erste Folge beenden. Ich hoffe, mir das Spaß gemacht hat, zuzusehen. Wenn das der Fall war, lass doch ein Like da. Jetzt hilft es am meisten, wie immer, weil es die erste Folge eines Let's Plays ist. Also hier wäre es am besten, wenn ihr euch denn so fühlt. Also würdet ihr gerne ein Like geben. Aber vor allem schon beim nächsten Mal wieder vorbei. Vielen Dank fürs Zuschauen. Baba.